Heute möchte ich euch mal ein paar Gründe nennen, warum da ein MacBook auf meinem Windows-Rechner als Softwareentwickler steht. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um die Frage, warum da ein MacBook auf meinem Windows-Rechner steht. Aber prinzipiell, bevor wir zu den Gründen kommen, möchte ich zwei Sachen definieren. Nummer 1, ich möchte nicht, dass in der Kommentarsektion ein Grabenkrieg der Betriebssysteme losgeht, weil das ist nicht Kern oder nicht das Ziel dieses Videos, sondern es geht darum, warum es für mich damals die beste Entscheidung war und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch eine Überlegung wert wäre, zu wechseln. Prinzipiell geht es nämlich darum, zu entscheiden, was für einen Frontend-Entwickler wichtig ist, und das ist nämlich der zweite Punkt, und nicht im Allgemeinen. Das heißt, ich möchte hier nicht besprechen, warum Mac besser als Windows ist oder Windows besser als Mac oder warum Linux über allem steht, sondern ich möchte nur besprechen, warum ich als Frontend-Entwickler, als selbstständiger Frontend-Entwickler ein MacBook gekauft habe und keinen Windows-Laptop. Und ja, diese Fragen wollen wir uns heute mal angucken. Los geht's! So, der erste Punkt ist Kompatibilität und hier Browser-Kompatibilität, und das bringt uns zu Safari. Safari läuft nämlich nur auf Macs und Safari zu unterstützen ist ein Krampf. Ich bin nicht wirklich ein großer Fan dieses Browsers und nach dem Tod des Internet Explorers ist es wirklich der schlimmste Browser und eigentlich nicht wirklich besser. Prinzipiell muss man aber sagen, die Nutzer von Safari, also die ganze Zielgruppe, die sich dann dafür birgt, ist für Unternehmen extrem interessant, weil wer möchte nicht auf seinem Online-Shop Leute haben, die jedes Jahr bereit sind, Tausende von Euros für ein neues iPhone auszugeben, das nicht wirklich viel mehr kann als das alte iPhone. Deswegen ist aber Safari immer ganz weit oben in der Kompatibilitätsliste von Webseiten oder in den Anforderungen und in dem Moment müsst ihr in der Lage sein, das zu validieren und zu testen. Und wenn ihr einen professionellen Eindruck machen wollt, dann müsst ihr in der Lage sein, einen Bug, den der Kunde findet, auch selbst beheben zu können und nicht sagen, ich kann das leider nicht beheben, ich habe keinen Safari und keinen Zugang dazu, dann macht das keinen guten Eindruck und ich würde auch behaupten, dass ihr vielleicht deswegen nicht einen Folgeauftrag kriegt oder nicht vielleicht den besten Eindruck bei einem Kunden hinterlasst. Das wäre für mich einer der wichtigsten Gründe, warum ich damals auf den Mac umgestiegen bin, weil ich immer mehr Anforderungen hatte, Safari zu unterstützen und ja, dieser Grund ist auch absolut nachvollziehbar. Der zweite wichtige Grund ist Grafik. Und was meine ich mit Grafik? Als Frontend-Entwickler werdet ihr, anders als ihr als Backend-Entwickler beispielsweise, häufiger mal mit Photoshop, mit InDesign, mit Adobe XD oder mit Vector und Grafiken oder Animationen im Allgemeinen zu tun haben und werdet auch sicher mal in die Situation kommen, selbst mal die Icon-Farbe von irgendwas zu ändern. Und hier werdet ihr um Adobe bzw. im professionellen Umfeld um die Adobe Creative Cloud nicht wirklich umzukommen. Ich weiß, dass viele von euch im privaten Umfeld Affinity nutzen, aber im professionellen Umfeld gibt es eigentlich keinen Weg um Adobe Cloud, weil das Problem ist, ihr teilt dort Bibliotheken. Wenn ich für Kunden arbeite, kriege ich einfach eine Freigabe zu einer Adobe-Bibliothek, zu Adobe XD-Projekten, wo ich freigegeben werde, wo ich damit arbeiten kann. Und wenn ich da sagen würde, hey, das kann ich nicht nutzen, weil ich kein Adobe habe, dann ist es irgendwie, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht für Folgeaufträge oder überhaupt für den Auftrag angenommen. Und dazu muss man sagen, dass die Preise für den privaten Umfeld bei Adobe natürlich ziemlich happig sind. Also 50, 60 Euro im Monat ist schon nicht wenig. Im professionellen Umfeld allerdings, wenn ihr irgendwie 60 Euro für Software im Monat zahlt, bei einem Tages- und Stundensatz, der um ein Vielfaches höher ist, dann ist es eigentlich nicht wirklich wichtig und fällt auch nicht wirklich ins Gewicht. Und hier muss man sagen, ist Windows und Mac deutlich besser als Linux, weil auch für Adobe läuft meines Wissens nach nicht auf Linux-Systemen und auch allgemein Grafiksoftware ist auf Linux-Systemen so ein bisschen, nicht so wirklich gut vertreten. Auf Windows werdet ihr damit auch nicht wirklich Probleme haben, sage ich mal. Also auf Windows werdet ihr auch wunderbar arbeiten können. Mac hat so ein paar Features, die man bei Windows emulieren kann, wie dieses Quick Look oder auch die Situation, dass wenn eine SVG-Grafik bei euch auf dem Desktop liegt, bei Windows ist das einfach nur ein Icon. Bei Mac ist das wirkliche Icon, die wirkliche Grafik, die ihr dort seht. Das ist ein bisschen einfacher, wenn ihr mit großen Icon-Paketen arbeitet oder wenn ihr allgemein mit Grafiken arbeitet, weil ihr nicht nur die Datei seht, sondern wirklich, was die Datei darstellt. Und das sind so ein paar Gimmicks, die Mac da ein bisschen besser machen. Aber prinzipiell wird dieser zweite Punkt, der ist so ein bisschen gleich auf mit Windows. Also das ist ein Grund Richtung Mac, aber nicht ausschließlich. Also ihr werdet mit Windows auch alles gestalten können, was ihr mit Mac machen könnt. Der dritte Punkt ist App-Entwicklung. Als Frontend-Entwickler werdet ihr mit Apps zu tun haben. Ob es progressive Web-Apps sind, ob es einfach so Apps sind oder ob es wirklich alle möglichen verschiedenen Plattform-Apps sind, in dem Moment kommt ihr um einen Mac eigentlich nicht mehr umzu. Weil in dem Moment, wenn ihr eine Web-App oder eine irgendeine native App entwickeln wollt und die soll in Apple Store, dann braucht ihr ein MacBook.
oder zumindest ein Mac-Gerät, also ein Mac Mini oder so würde natürlich auch funktionieren, aber da kommt ihr einfach nicht wirklich weit mit Windows bzw. Linux und in dem Moment ist auch jede Diskussion überflüssig. Wenn ihr natürlich für euch sagt, mit Apps möchte ich im Leben nichts zu tun haben, dann ist es natürlich ein Punkt, wo ihr sagen könnt, auf den Grund kann ich, den kann ich vergessen. Aber wenn ihr sagt, Apps sind eigentlich nicht schlecht und wenn ich dann ein Projekt kriege, wo ich einfach mit Ionic, mit Angular oder React Native oder Flutter oder was auch immer eine App bauen will oder da mitarbeite bei einem Projekt, dann solltet ihr vielleicht in dem Moment sagen, okay, Mac ist definiert, möchte ich haben, weil das ist ein Feature, was einfach wichtig ist und in dem Moment ist jede Diskussion über ein Windows-Notebook oder ein Windows-Rechner oder ein Linux-Rechner oder so etwas komplett überflüssig, weil hier gibt es einfach durch die Guidelines von Apple, über die man denken kann, was man möchte. Ich bin kein großer Fan davon, einfach keinen wirklichen Redebedarf, weil dann ist es gesetzt, ihr braucht Mac. Der nächste Punkt ist Virtualisierung. Virtualisierung vor allem mit Docker ist im Frontend-Umfeld nicht wirklich selten und ich habe viele Aufträge, viele Kunden, die in dem Umfeld auch aktiv sind, die einfach wollen, dass die Frontends in Docker laufen, weil sie das selbst bei sich in der Cloud, bei AWS, bei Azure und Google und so weiter in Docker hosten oder bei sich auf dem Server selbst in Docker hosten. Beispielsweise meine Webseite ist auch in Docker gehostet. Das sind einfach Docker-Container, das Back- und Frontend, die ich hochfahren kann und die da laufen. Prinzipiell ist das also ein Punkt, der wichtig ist und der auf Apple und vor allem auch auf Linux super funktioniert. Für mich war Linux nie eine Option. Ich bin einfach kein Fan dieses Betriebssystems, aber im Vergleich zu Windows läuft Docker und allgemein alles mit Virtualisierung deutlich besser auf Mac. Und der große Vorteil hier ist, dass auch wenn jetzt unter Windows natürlich auch Virtualisierung funktioniert, auf Mac die Geschichte einfach besser ist. Weil auf Windows Mac zu simulieren ist ein Krampf. Auf Mac Windows zu simulieren ist mega leicht. Wird nativ unterstützt, sind ein paar Klicks, funktioniert wunderbar, mega flüssig, ihr könnt dort alles testen und theoretisch auf dem MacBook Spiele spielen. Andersrum ist es wie gesagt ein bisschen schwerer und das war für mich damals wirklich ein Punkt, einfach um so leicht wie möglich ans Ziel zu kommen, wenn ich mal etwas visualisieren muss. Deswegen habe ich mir damals quasi einen Mac gekauft. Das war einer der wichtigsten Gründe und das hat sich bis heute auch bewährt, muss ich sagen. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr andere Ansichten oder ganz widersprechliche Gründe habt, dann schreibt die doch mal in die Videokommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.